Guten Tag. Ja, wie ist es? Dummer Ossi, schlauer Wessi? Weshalb habe ich hier die Reichsflagge gewählt, hier die Deutschlandfahne? Was hat es mit IQ ist nichts, Unbildung alles zu tun? Ein Nachtrag Nummer 40. Wie komme ich da drauf? Heute ging es so los. Und ich habe das dann in den Google News bestätigt gefunden. Stand der deutschen Einheit, Wirtschaftsleistung in Ostdeutschland weiterhin geringer. Also, die dummen Ossis, oder? Oder ist das nur subtil? Na ach was, wir wollen ja nicht alles gleich missverstehen. Oder Jahresbericht, Ostdeutschland hinkt wirtschaftlich weiter hinter dem Westen her, auch das. Oder Ost-West-Unterschiede bei politischen Einstellungen, alles aus den Medien, Mainstream-Medien. Oder der Ostbeauftragte der Regierung, der hatte sich ja schon einige Sachen geleistet, vertiefte Grundskepsis bei vielen Ostdeutschen gegenüber der Politik. Das hat mich dann auch interessiert, aber ein bisschen treffender und schneller geht es mit der Tagesschau. Die sagt auch, die Wirtschaftsleistung ist niedriger und so weiter. Und das geht aus dem Jahresbericht zum Stand der Einheit hervor. Also die Ostdeutschen haben nur 78% ungefähr des Westniveaus. Und ausgeprägter als im Westen ist die Politikskepsis. Ja, warum wohl? Weil die Ossis dümmer sind? Oder weil die Wessis schlauer sind? Sind sie wirklich schlauer? Das dürfte heute spannende Diskussionen geben, aber bleibt beim Thema und meckert nicht rum. Solche Leute schmeiße ich raus. Ich lese das gerne, was ihr schreibt. Man kann ja nur lernen dabei. Aber wirklich, an alle, die einfach bloß so dämliches Zeug losschreiben wollen, ihren Mist loswerden wollen, weil sie sonst nichts zu tun haben, weil ihnen langweilig ist, weil sie kontaktarm sind und hierüber vielleicht irgendwelche Kommunikation erhoffen. Also raus. Wirklich, ich habe keine Lust mehr. Ich bin ja zum Glück jetzt um die 50 Abonnenten losgeworden mit dem letzten Video. Gut, also dumm oder nicht dumm oder schlau oder nicht schlau, das wird ein bisschen spannend. Und wenn man zum Beispiel eingibt, Ossis, Wessis und Ossis oder dumme Ossis und so ein Zeug, das kräht einen ja an. Also arrogant und großkotzig. Die Erfahrung der Ostdeutschen, das sagen also die Ossi-Erfahrungen über die Besser-Wessi-Erfahrungen aus und so weiter und so fort. Und das wird sich immer noch beschimpft. Und woher kommt das? Woher kommt das? Ist es Angst? Angst, dass die einen den anderen das Wasser abgraben? Ich kann mich erinnern, damals die Bayern, als mir damals 1989 rüberkamen ins gelobte Land, in die Altbundesrepublik. Wir sind damals über Ungarn abgehauen. Die Bayern, die haben sich nichts draus gemacht. Da hätte meine Frau sofort Lehrer werden können. Also mit ihrer ostdeutschen Lehrerfahrung gerne. Jawohl, wunderbar, können wir nur lernen davon. Gab überhaupt kein Problem. Hier oben in Niedersachsen, was bekanntlich ja in der PISA-Karte nicht so klug abschneidet wie Bayern oder Sachsen. Hier oben in Niedersachsen wurden ihr richtig Probleme gemacht und da hätte sie bestenfalls Erzieher werden können. Wir haben später dann in unseren Bildungsträgern etliche Schüler gehabt, die wurden Erzieher. Die hatten aber nur lediglich einen Hauptschulabschluss und so weiter und so fort. Also das hat mich damals schon ein bisschen gewundert. Mein eigener Fall ist ja auch nicht viel anders. Ich habe pardon, ich habe eine Lehrbefähigung, eine staatliche aus Mecklenburg-Vorpommern, aber das sind ja die Ossis und die wurden von den Niedersachsen natürlich lieber nicht anerkannt, ne? Und deswegen ja dieser Ärger. Okay, aber das sind alles so Dinge, ne? Haben die einen Angst davor oder nicht? Befragen wir doch mal, es geht ja schließlich um den Zusammenhang, ne? Das ist ja ein Nachtrag. Befragen wir doch einfach mal das Buch. Das ist ein bisschen blöd jetzt, ich befrage mich selber. Aber naja, solange die Ungebildeten ihr Fernziel noch nicht erreicht haben, tarnen sie sich, wie weiter oben schon angesprochen. Sie wollen nicht als das erkannt werden, was sie sind, nämlich geistig schwach. Das zu erreichen, bedienen sie sich solcher Maßnahmen, die sie klüger erscheinen lassen. Sie üben sich in Beredsamkeit, gebrauchen aufgeschnappte Fremdwörter, reden sehr schnell, setzen sich Brillen auf, ohne sie zu brauchen, verkleiden sich mit Businesskleidung, legen sich fantasievolle Berufstitel zu, kaufen sich Doktortitel oder erschleichen die sich und so weiter und so fort. In Diskussionen lassen sie andere Menschen nicht zu Wort kommen, reden dazwischen oder brechen Diskussionen einfach mit dem Hinweis, das ist unter meinem Niveau, ab. Und wenn das alles nicht hilft, nehmen Sie die Nazi-Keule.
Verschwörungskeule und andere Keulen zu Hilfe. Andersdenkende versuchen sie lächerlich und später mundtot zu machen. Dabei sind sie sich der Mithilfe ihrer Geistesgenossen in den Massenmedien schon ziemlich sicher. Und wieder mein Hinweis, dass wir auf alles noch genauer und unterhaltsamer zu sprechen kommen. Warum unterhaltsamer? Weil ich alles mit oft lustigen Begebenheiten spicken werde. Freuen Sie sich jetzt schon, lieber Leser. Die Schwachen haben schon lange erkannt, dass sie sich ersatzweise in NGOs, Verbraucherschutz, Kinderhilfs und anderen Organisationen wenigstens mit hehren Zielen tarnen können. Schließlich werden sie dann auch noch gut bezahlt und müssen sich nicht mit Merkmalen der Klugheit tarnen. Nie vergessen, wer bezahlt das? Es sind die wirklich Arbeitenden per Steuer, Sozialabgaben, Zwangsbeiträgen. Und ich schreibe es nochmals. Das müssen die Schwachen so lange tun, bis sie ihr Fernziel erreicht haben. Dann können solche Mittel der Tarnung vollends entfallen. Und dann kommen für die Arbeitenden die wahrlich schweren Zeiten. Naja, gut, und so weiter und so fort. Nochmals zurück. Hat das alles jetzt was mit Tarnung zu tun? Dass sich die schlauen Wessis tarnen? Gegenüber den dummen Ossis? Haben die Angst davor oder nicht? Dass die, ich habe es ja öfter schon gelesen und ich höre es ja auch immer wieder, dass die Ossis eine gute Ausbildung hatten und eine sehr gute Schulbildung und so weiter. Hatten die Angst davor oder wie? Die Bayern, die hatten keine Angst. Die waren schlau genug. Aber was hier oben im Norden, da könnt ihr kommen, dass einer noch lesen kann. Ich kann das ja nicht so richtig, ne? Oder wie? Oder was? Lasst uns drüber diskutieren. Und wie gesagt, beherrscht euch. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich freue mich auf die Diskussion. Bis später. Tschüss.